Volk, Standhaltmänner! Ihr dürft nie! Niemals zuerst schießen! Doch wenn Sie unbedingt Krieg wollen, lasst ihn hier beginnen! Pitcairn! Auseinander, ihr Drecksrebellen! Legt die Waffen nieder und geht heim! Was zum Kopf macht ihr denn? Haltet eure Positionen! Feiglinge! Verräter! Die kommen nicht zurück. Du musst mit denen auskommen, die geblieben sind. Erklärt nicht, wie ich meine. Schieß zurück! Schieß zurück! Und sofort nach Concord und die anderen warnen. Zeig das dem dortigen Anführer. Der Mann hört auf den Namen James Barrett. Jetzt geh schon! Kommt, ihr vereinigt uns bei Concord mit den anderen! Bewegt euch, wir haben wenig Zeit! Zusammenbleiben, Jungs, und Schritt halten! Nach Concord, Leute! Hilfe! Was geschieht hier? Raus! Alle Mann, flieht! Überraschung für die Hummerbuckel! Blut wurde vergossen in Lexington. Noch mehr wird folgen. Die Rotröcke kommen hierher. Ach, sag bloß. Was glaubst du, warum wir hier sind? Geh heim, bevor dir noch was zustößt. Ich habe genug Probleme ohne so einen Grünschnabel, der den Helden markiert. Ich bürge für ihn. John Parker eben. Wo ist Revere? Gefangen. Was? Angst. Der Mann ist brenzlige Situation gewohnt. Der kommt klar. Ganz sicher. Geschwätzt, die Damen. Parker scheint zu glauben, du seist nicht vollkommen nutzlos. Also schätze ich, es gibt ein, zwei Dinge, bei denen du uns helfen kannst. Wenn der Kampf beginnt, müssen wir diese Stelle halten. Das ist entscheidend für die Verteidigung von Concord. Gute Jungs, aber keine Soldaten. Sie brauchen jemanden mit Erfahrung, der sie anführt. Kannst du das für sie tun? Und du sagst besser die Wahrheit. Du hast mein Wort. Dann bleibt uns jetzt wohl nur noch eins. Warten. Vermannt die Barrikaden! Nein! Meine Männer müssen diese Stellung halten. Wenn die Roten durchbrechen, sind wir dran. Was soll ich dabei tun? Hör gut zu. Die Rotröcke bilden Schützenlinien. Gib den Schießbefehl kurz bevor die Reihe bereit ist. Zu früh und sie verfehlen ihr Ziel. Zu spät und der Feind wird das Feuer eröffnen. Verstanden. Und wenn ein paar der roten Bastarde durchbrechen, greif sie an. Halte meine Männer am Macht euch bereit! Los! Los!
Warte. Signal. Jetzt feuern! Vorbereiten! Macht euch bereit! Wartet auf mein Signal. Schießt! Nicht! Schießt! Vorbereiten! Schießt! Das Signal warten! Wartet auf mein Signal! Los! Nicht schießen! Feuer frei! Wartet auf mein Signal. Feuer! Vorbereiten! Feuer! Vorbereiten! Schießt! Macht euch bereit! Schießt! Nicht schießen! Schießen! Vorbereiten! Nicht schießen! Macht euch bereit! Feuer! Nicht schießen! Nicht schießen! Los! Macht euch bereit! Feuer! Vorbereiten! Schießt! Wartet auf mein Signal! Wartet auf mein Signal! Feuern! Vorbereiten! Feuer frei! Vorbereiten! Los! Nicht schießen! Feuer! Vorbereiten! Jetzt feuern! Chase!
Macht euch bereit. Wartet auf mein Signal. Feuer! Feuer frei! Wartet auf mein Signal. Nicht schießen! Los! Wartet auf mein Signal. Feuer frei! Rückzug! Rückzug! Es ist geschafft! Sie ziehen den Schwanz ein! Das muss ein Monster sein, der so etwas tut. Wenigstens sind sie fort. Ich hätte ihn töten sollen, als ich konnte. Weißt du, wo Pitcairn jetzt sein könnte? Zurück in den vertrockneten Schoß der Briten, kein Zweifel. Dort formiert er sich neu und plant die nächste Gräueltat. Ich muss ihn finden. Je länger ich warte, desto mehr werden leiden. Kopf hoch, Freund. Viele, die heute sterben sollten, leben noch. Nur wegen dir. Und was ist mit denen? Wir tun, was wir können mit dem, was wir haben. Das ist nicht genug. Das ist es nie. Zur Unterstützung eures glorreichen Vorhabens. Ich hoffe, ihr akzeptiert meinen aufrichtigen Dank für diesen außerordentlichen Vertrauensbeweis. Doch im Fall unglücklicher Ereignisse, die meiner Reputation schaden könnten, bitte ich die Gentlemen in diesem Raum darum zu bedenken, dass ich in aller Ernsthaftigkeit erkläre, mich dem mir anvertrauten Kommando nicht gewachsen zu fühlen. Wahrlich, ich kann mir wirklich keinen geeigneteren versichern. Dass ich, da keine finanziellen Überlegungen mich hätten locken können, dieses schwere Amt anzutreten, auf Kosten meines häuslichen Friedens. Ich würde auch nicht erwarten, dass du dich erinnerst. Komm, Connor, ich möchte dir jemanden vorstellen. Ich werde über alle meine Ausgaben Buch führen. Mir leid, dich sofort diese, zu zerren, so hoffe ich, wird man ersetzen. Eine Prügelei ist das allerletzte, was wir jetzt brauchen können. Connor, darf ich vorstellen? Das ist unser soeben gewählter Commander-in-Chief. George Washington. Ah, du bist der, der Sam und John bei Lexington gerettet hat. Das waren allein die Patrioten. Ich habe ihnen nur geholfen. Ebenso bescheiden wie tapfer. Wir bräuchten mehr Männer wie dich. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet, ich sollte mich lieber um Charles kümmern. Er scheint nicht sehr glücklich zu sein, dass man ihm bei der Entscheidung überging. Schön, dich kennenzulernen, Connor. Was gibt es Neues zu Pitcairn? Ich habe gehört, er zog sich nach Boston zurück, wo er von 1000 Rotrücken bewacht wird. Der einzige Weg, an ihn ranzukommen, ist, ihn herauszulocken. Zu deinem Glück starten wir eine Offensive gegen die Stadt, um genau das zu tun. Israel Putnam hat das Kommando über unsere Truppen.
Wenn du ihm dies zeigst, wird er dir jede Hilfe geben, die du brauchst. Du findest ihn im Heerlager auf Bunker Hill. Du hast meinen Dank. Gern doch. Das war das Mindeste. Pitcairn ist ein gefährlicher Mann. Je eher wir ihn los sind, desto besser. Dasselbe gilt auch für Charles Lee. Das ist eine ganz andere Geschichte. Die heben wir uns für später auf. Brich jetzt auf nach Boston, Connor. Du bist immer noch hier? Ich frage mich nur, was geschieht jetzt? Es gibt eine Menge zu tun. Washington muss festlegen, wann und wo wir als nächstes zuschlagen. Und wir müssen unsere Botschaft ausarbeiten. Botschaft? Wir müssen sofort die Flugblätter kontakten, damit jeder weiß, dass die Loyalisten das Feuer in Lexington eröffnet haben. Aber niemand weiß, wer zuerst schoss. Genau deshalb müssen wir das schnell verbreiten. Wir legen die öffentliche Meinung fest. Das scheint unehrlich. Vielleicht. Na und? Das Volk muss glauben, dass wir in Notwehr handelten, sonst hätten wir Verrat begangen. Habt ihr aber. Sollen wir uns lieber einem Tyrannen beugen? Ist es das, was du vorschlägst? Nein, natürlich nicht. Niemandem sollte die Freiheit verwehrt bleiben. Trotzdem, die Wahrheit zu beugen, scheint mir ein gefährlicher Weg zu sein. Verstehe, Connor, dass dieser Krieg nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in Herzen und Köpfen geführt wird. Etwas Theater kann da nicht schaden. Vor allem, wenn es Leben rettet.
Halt! Was ist dein Begehr?